Die Glyn Johns Recording-Methode für Schlagzeug ist die Legende unter den Aufnahmemethoden für Schlagzeugaufnahmen. Und man braucht ja nicht viel dafür. Man braucht nur einen ziemlich gut klingenden großen Raum, ein super Schlagzeug, ein super Schlagzeuger, Spitzenmikrofone, gar nicht viele davon und zack, hat man auch schon eine Bombenaufnahme davon im Kasten. Aber geht das auch im Heimstudio? Geht das auch in einem Raum wie diesem hier mit 12 Quadratmeter normalen Mikrofon? Ich verrate dir, wie ich es gemacht habe, was dabei rausgekommen ist, welche Mikrofone ich benutzt habe und wie ich es gemischt habe. Und wenn du dich dafür interessierst, da bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn wir über die Großen im Radio sprechen, sprechen wir natürlich auch über die goldene Ära der Rockmusik. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde die Rockmusik geprägt, so wie wir sie heute auch noch kennen, wie wir sie toll finden, die goldenen Jahre des Rock. Und im Zusammenhang mit den Bands, die damals aufgetreten und gespielt haben, nämlich The Who, die Beatles, Led Zeppelin, aber auch Künstler wie David Bowie, in dem Zusammenhang fällt immer auch ein Name, der Name Glyn Johns. Das war nämlich der Recording- und Mix-Engineer, der damals mit den Kollegen unterwegs gewesen ist und der mit seinem eigenen Stil dafür gesorgt hat, dass diese Bands immer auch einen eigenen Sound hatten. Unter anderem beim Schlagzeug. Die Glyn Johns Recording-Methode ist eine besondere, vor allem, weil sie mit relativ wenigen Mikrofonen auskommt. Im Original 2, erweitert mit 3 oder maximal 4 Mikrofonen, kann man so einen großen Drum-Sound generieren, aber ich bin eigentlich immer über die Hürde gestolpert, die davor das Ganze gesetzt wurde. Nämlich, es wurde immer gesagt, dass man dafür einen großen, gut klingenden Drumraum braucht, dass man dafür einen super Drummer braucht, ein super Schlagzeug, perfekt durchgestimmt und natürlich Top-Mikrofone. Habe ich alles nicht hier, habe nur einen kleinen Raum hier, habe meine normalen Mikrofone, bin ein durchschnittlicher Drummer und mein Schlagzeug zu stimmen, das mache ich wahrscheinlich einmal im Jahr oder so. Aber kann man mit dieser Methode trotzdem im kleinen Studio aufnehmen? Ich zeig dir, dass es geht, auf jeden Fall. Welcher Sound dabei rausgekommen ist, hören wir uns gleich an, aber ich denke, wir sollten mal eben kurz in diese Aufnahme reingucken. Ich zeige dir mal kurz, wie ich es eingespielt habe. Das sah so aus. Okay, die Aufnahme ist im Kasten. Jetzt geht es darum, dass ich dir erkläre, wie ich die Mikrofone aufgebaut habe. Ne? Das machen wir am besten direkt am Schlagzeug. Ich schalte also gleich mal rüber zum Schlagzeug, erkläre dir genau, wie ich es aufgenommen habe. Und danach gehen wir dann in die Session und ich zeige dir, wie ich es gemischt habe. Das war nicht wirklich sehr aufwendig, aber es ist wirklich ein toller Drum-Sound dabei rausgekommen. So viel darf ich dir jetzt schon verraten. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und falls du neu auf diesem Kanal sein solltest und jetzt gerade festgestellt hast, dass du demnächst überhaupt gar kein Video mehr hier verpassen möchtest, dann klick schnell auf den Abo-Knopf und vergiss die Glocke daneben nicht. Auf alle klicken, dann kriegst du immer einen Hinweis, wenn hier ein neues Video erscheint und du bleibst voll auf dem Laufenden. So, jetzt gehen wir aber in die Erklärung, wie ich das Ganze aufgebaut habe und wünsche dir dabei viel Spaß und später viel Erfolg beim Ausprobieren. Los geht's. Was wir für die Glyn Johns Methode brauchen, sind im Prinzip nur 2 Mikrofone. Damit kannst du die rudimentäre Glyn Johns Recording Methode aufbauen, nämlich 2 Mikrofone, die in Nierencharakteristik aufnehmen. Zum einen habe ich hier aufgebaut, oben drüber über dem Schlagzeug, das Shure SM57. Klassiker bei allem irgendwie, jetzt nicht der Klassiker als Overhead, aber ich habe es trotzdem mal hier oben aufgebaut, um einfach mal zu zeigen, dass es damit auch geht. Und auf der rechten Seite hier steht ein Großmembranmikrofon, das Rode NT1A, was ich neulich für Gesang genommen habe. Das guckt jetzt hier direkt quasi über die Standtrommel hinaus, hier, ich kann es einmal zeigen, über die Standtrommel hinaus direkt auf die Snare hier drauf und dementsprechend kann man da sehen, dass es hier so drüber guckt und das hier oben, das Overhead, guckt dann quasi von oben direkt auf die Snare. Da muss man mal gucken, ob man direkt hier hin zielt oder ob man es ein bisschen zur Seite steckt und dann hier ein bisschen zwischen die Trommeln zielt. Da musst du mal gucken, wie der Sound bei dir am besten ist. Tüfteln gilt da auf jeden Fall als eine gute Methode herauszufinden, wie der beste Sound ist. Natürlich brauchst du einen Schlagzeuger, der sehr konstant und gleichmäßig spielt, also der jetzt irgendwie nicht die Snare oder die Becken kaputt kloppt, weil dann bleibt nur das Signal natürlich im Mikrofon drin. Das sollte also ein gleichmäßig trommelnder Schlagzeuger sein und oft wird gesagt, dass man dafür auch einen perfekten Raum braucht, um mit dieser Methode aufzunehmen. Ob man dafür einen perfekten Raum braucht, weiß ich nicht. Ob dafür ein kleines Homestudio im Bereich von 12 bis 15 Quadratmeter ausreicht. Das schauen wir uns gleich mal im Mix an. Vorher zeige ich dir noch eben, wie du die Mikrofone ungefähr ausmisst. Glyn Johns selber hat immer gesagt, ich habe es immer so Pi mal Daumen gemacht. So, es kam auf 5 oder 10 Zentimeter nicht an. Ich habe die Mikrofone einfach so aufgestellt, eins oben drüber, eins über die Standtrommel, guckend auf die Snare drauf, reichte im Prinzip schon aus. Und den Rest kann man dann im Mix quasi nochmal gucken. Er war da relativ pragmatisch. Wenn du es ein bisschen präziser haben möchtest, kannst du natürlich das Ganze ausmessen mit einem Maßband zum Beispiel. Oder du nimmst einfach 2 handelsübliche Trommelstöcke, steckst die
die zum Beispiel so übereinander und siehst dann hier ungefähr der Abstand zur Trommelmitte ist ungefähr bei mir jetzt hier zwei Trommelstöcke und zwei Finger. Und wenn ich jetzt hier zur Seite gehe zum NT1A, wirst du sehen, dass hier auch ungefähr der Abstand zwei Trommelstöcke und zwei Finger ist. Mit anderen Worten, gleicher Abstand hier sorgt dafür, dass bei der Aufnahme natürlich keine Phasenprobleme zwischen diesen beiden Mikrofonen auftauchen. Und so hat man dann schon das Schlagzeug schön räumlich und trotzdem monokompatibel aufgenommen. Kann das Ganze im Mix dann schön gut klingen lassen. Natürlich ist es jetzt nicht so direkt, ist es kein direktes Metal Drum Set. Wenn du den Sound ein bisschen direkter haben möchtest, dann musst du nur die Glyn Johns Methode ein kleines bisschen erweitern. Am besten, indem du Stützmikrofone benutzt. Und dazu kannst du zum Beispiel, wie ich hier, das MD421 nehmen, das direkt auf die Trommel drauf guckt, als Stütze für die Snare. Und ich gehe mal hier rum, dann zeige ich dir, dass ich in der Bass Drum auch noch eine Stütze drin liegen habe. Nämlich hier das Shure Beta 92A ist das, glaube ich, eine Grenzfläche, die die Bass Trommel hier von innen aufnimmt. Ich habe hier auch noch ein Audix D6 drin, was ich sonst normalerweise nutze für die Bassdrum, aber in diesem Fall ist das jetzt mal abgeklemmt, wie du hier am Kabel sehen kannst. Hier liegt es nämlich offen drin. Nein, ich habe nur die Grenzfläche genommen und damit stütze ich dann die Bassdrum. Damit ist im Prinzip die erweiterte Glyn Johns Methode dann auch schon abgedeckt. Und wie sich das Ganze dann im Mix verhält und worauf man vielleicht noch achten muss beim Mix, das schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Also gehen wir mal rüber und gucken mal, was da passiert ist. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Dann schauen wir doch mal, was auf dem virtuellen Band gelandet ist. Das klingt im Moment so. Ich schalte mal durch die einzelnen Spuren durch. Also erstmal vier ganz normal aufgenommene Spuren, eben die beiden Overhead-Spuren in einem speziellen Glyn Johns Verfahren und eben die beiden Stützen, einmal die Bassdrum und einmal die Snare. Wobei die Snare eine kleine miese Resonanz da drin hat, das zeige ich dir aber gleich eben kurz, wie ich die weggemacht habe. Aber kommen wir erstmal zu dem, was die Glyn Johns Methode eigentlich ausmacht. Ich habe die beiden Mikros mal genommen, hier Tom und Overhead, und habe die mal über einen Bus hier auf Bus 2 geschickt und Bus 2 habe ich benannt Glyn Johns. Das heißt, beide Spuren laufen jetzt hier auf diesem Bus zusammen, sind im Prinzip in diesem Overhead-Bus jetzt zusammen und danach laufen alle Spuren dann zusammen auf dem Drums-Komplett-Bus. Das ist dieser hier und jetzt ist gerade die Sonne weggegangen. Ist ja auch sehr spannend. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt so dunkel geworden bin. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, die Spuren laufen hier zusammen auf Drums-Komplett. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Magie rein, denn die Magie bei dem Ganzen, bei der Glyn Johns Methode, ist das Panorama. Die Tom-Spur wird in der Regel, ich sage in der Regel, auf volle Pulle nach außen gedreht, je nachdem, ob du aus Schlagzeugerperspektive oder auf Zuhörerperspektive gehst. Ich gehe mal auf Schlagzeugerperspektive und drehe also das Tom-Tom auf die rechte Seite. Weil wenn ich am Schlagzeug sitze, dann ist es ja auch rechts von mir. Und das Overhead, was oben über mir drüber gewesen ist, das drehe ich so ungefähr 30% auf die andere Seite. Muss man mal genau hören, wie das jetzt klingt. Man muss aufpassen, dass Bassdrum und Snare nicht zu sehr aus der Mitte rausrutschen. Wobei das fürs Stereobild noch okay ist irgendwie, aber es wäre natürlich optimal, wenn das eben nicht so wäre. Wir hören die beiden Spuren mal solo an. Und es klingt gleich deutlich größer, wenn ich die anderen beiden Spuren noch dazu nehme. Klingt es schon wie ein echtes Schlagzeug, obwohl ich nichts gemacht habe, außer das Panorama anzufassen. Das heißt, die Glyn Johns Methode funktioniert natürlich wunderbar an dieser Stelle jetzt schon, indem ich einfach nur die beiden Mikrofone, eins nach ganz außen und das andere zu ungefähr 30% auf die andere Seite gedreht habe, haben wir schon ein schönes, großes Schlagzeug und ich muss überhaupt gar nicht mehr viel nachbearbeiten. Das Einzige, was ich jetzt noch nachbearbeiten würde, das habe ich schon vorbereitet, ist, dass ich die Snare auf jeden Fall mit einem Equalizer ein bisschen bearbeite. Den Equalizer habe ich mal vorbereitet. Hier ist auch schon die Resonanz, die ich gerade genannt habe. Die klingt, wenn ich die mal anmache, ich überbetone die mal, damit du weißt, welche Resonanz ich meine. Dieser Ton, den ich mal, der schwingt immer mit, wenn ich den mal ausmache, dann hörst du, dass er trotzdem da ist. Hör mal genau hin. Überbetont. Und wenn ich den jetzt runterziehe,
ist er fast weg. Und dementsprechend habe ich diese schöne Resonanz rausgemacht. Falls du nicht weißt, wie ich das genau gemacht habe, wie ich diesen Ton gefunden habe, kann ich dir mal ein Video hier zum Sweepen hier oben einfügen. Da kannst du mal reinschauen und mal gucken, wie man das herauskriegen kann, wie man solche miesen Resonanzen aus Signalen rauskriegen kann. Das aber nur am Rande. Und ich habe einen Low-Cut dazu gepackt, aber das wirst du schon kennen. Wenn du meinen Kanal kennst, dann weißt du, dass ich auf viele Signale einen Low-Cut drauf packe, der untenrum ein kleines bisschen aufräumt, auf der anderen Seite aber dafür sorgt, dass eben das Signal nicht dünner wird. Also im Prinzip ein kleiner technischer Low-Cut. Hat. So viel nur dazu. Die Snare ist also jetzt hier nachbearbeitet mit diesem Equalizer und bei der Glyn Johns Overhead-Methode habe ich dann auch nochmal mit einem Equalizer, aber auch wirklich nur untenrum mit einem Low-Cut ein kleines bisschen aufgeräumt. Das war die Bearbeitung mit dem Equalizer. Also nur zwei EQs benutzt, im Prinzip zwei Low-Cuts und eine Resonanz rausgezogen. Das ist sogar noch individuell, weil das bei meinem Schlagzeug jetzt so gewesen ist. Muss bei deinem Schlagzeug nicht so gewesen sein. Und damit klingt das Schlagzeug dann schon so mit den beiden Equalizern. Und ohne die Equalizer. Die beiden Low-Cuts lassen ein kleines bisschen Platz mehr für die Bass-Drum, dementsprechend kommt sie dann da auch besser durch. Und was mir dann noch aufgefallen ist, da musst du mal bei dir ausprobieren, wie die Phasenlage von deinem Stützmikrofon ist, dass du mal mit einem Phasenschalter drauf gehst und mal ausprobierst, ob das was bringt. Ich habe hier bei der Snare mal einen vorbereitet und wir können ja mal hören, ob die Snare sich verbessert oder verschlechtert. Kannst ja mal selber hören und mir unten in die Kommentare reinschreiben, was du hier gehört hast an der Stelle. Ich bin der Meinung, dass es mit der umgeschalteten Phase ein kleines bisschen druckvoller klingt, aber korrigiere mich, wenn du das falsch hörst. Also für mich klingt es besser mit, aber ich mache mal an und aus, damit du den Vergleich hören kannst. Also gefühlt hat die Snare deutlich mehr Druck, wenn ich die Phase drehe. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Low-Cut hier in diesem Gefüge von vier Mikrofonen, dass der Low-Cut ein kleines bisschen das Signal in der Phase verdreht hat und dementsprechend jetzt dieser Phasenschalter dafür sorgt, dass die Snare wieder in Phase kommt und dafür sorgt, dass die Snare dann in dem Fall auch druckvoller wird. Haben wir jetzt auch mal gehört, was passiert, wenn man mit einem Equalizer da mit einem Low-Cut die Phase ein kleines bisschen im Signal verdreht und danach mit einem Phasenschalter wieder zurückstellt. Das ist die Bearbeitung gewesen, die ich gemacht habe. Also nicht viel. Zwei Equalizer und ein Phasenschalter und was man jetzt noch nach Geschmack machen könnte, wäre jetzt, dass man den Bus vom Glyn Johns noch ein bisschen runterdreht oder rauf, je nach Geschmack. Ich kann mal wegziehen und dann so nach Geschmack dazugeben. Oder übermäßig. Also ich bin begeistert. Ganz einfach mit vier normalen Mikrofonen ein Schlagzeug im Heimstudio aufgenommen und dafür gesorgt, dass es ordentlich klingt. Vielleicht hast du ja Lust, es mal nachzubauen. Vielleicht willst du uns auch mal deine Erfahrung unten in die Kommentare reinschreiben, ob es bei dir funktioniert hat, welche Mikrofone vor allem du benutzt hast. Und dann können wir hier ein kleines Sammelsurium an Wissen unter dem Video zusammenpacken. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche dann wieder einschaltest zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bleib gesund und munter und wir sehen uns. Bis dann. Yassas.